Hallo Leute und willkommen auf meinem privaten Kanal. Ich möchte euch wieder mal was erzählen und es wäre sehr wichtig, wenn ihr das Video bis zum Schluss schaut. Mir geht seitdem ich 5 Wochen im Krankenhaus war sehr gut, also so gut wie noch nie und das freut mich sehr. Ich habe jetzt zwei neue Projekte am Start. Ich möchte die Matura, also das Abi in Deutschland, nachmachen und Psychologie studieren. Außerdem, und das ist das Wichtige für euch, möchte ich eine Biografie schreiben. Ich habe ziemlich viel in meinem Leben erlebt bis jetzt und ich glaube, das würde für viele interessant sein. Natürlich suche ich jetzt nach einem Co-Writer. Ich möchte viel davon selbst schreiben, brauche aber dabei Unterstützung, da meine Rechtschreibung sehr schlecht ist. Und ich suche dich, um mit mir mein Buch zu schreiben. Also, es richtet sich an alle Hobbyschreiber und natürlich auch an alle, die schon mal ein Buch veröffentlicht haben. Ich brauche einen Probetext von euch. Wie würdet ihr eine Biografie schreiben? Bitte alle Bewerbungen an meine E-Mail-Adresse. Die gebe ich unten in die Videobeschreibung. Und es würde mich sehr freuen, wenn sich Leute melden. Vor allem, wenn sich Profis melden. Ich kann euch nichts bezahlen, weil ich momentan selbst kein Geld habe. Es würde aber eine Gewinnbeteiligung am Verkauf des Buches geben. Den Vertrieb mache ich über Eigenverlag und das investiere ich, also das finanziere ich, aber eine Gewinnbeteiligung in Prozent würde für euch anstehen und ich hätte schon viele Abnehmer für das Buch. Also, wenn ihr Interesse habt, bitte meldet euch, würde mich sehr freuen, bitte mit einem Probetext, eurem Alter, eurer Erfahrung. Und mit guter Rechtschreibung. Ja. Das war's dann mal wieder. Eine kurze Info für euch. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helft. Außerdem würde ich mich über Unterstützung finanzieller Art für das Buch freuen. Umso mehr Geld ich habe, umso mehr Stücke kann ich drucken lassen. Außerdem kostet das die SP-Nummer was und der Vertrieb und die Werbung. Also würde ich mich natürlich darüber auch sehr freuen. Aber da kommt in kurzer Zeit noch eine Aktion auf euch zu, wo ihr spenden könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, weitere Infos dazu folgen noch. Und dann kommt ein Link in die Videobeschreibung, wo ich spenden kann. Das Geld wird ausschließlich für das Buch verwendet. Und das kann ich nur versprechen. Also ihr müsst mir das glauben. Und wenn ihr es nicht tut, dann tut es mir leid. Aber das Geld, was ich dafür bekomme, wird ausschließlich für das Buch verwendet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn 1 oder 2 Euro von euch kommen. Oder auch Dollar. So nicht so viel in Euro, aber naja. Dann war's das wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao, eure Ines.